habe es euch versprochen, wir werden da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Windows 7 auf SD-Karte, nur noch die Einrichtung von Windows Home. Benutzernamen. Ihr wisst, was ich zu tun habe. Ups. Kennwort bräuchte ich nicht. Produktschlüssel muss ich pausieren. Sekunde. Okay, ich bin nochmal zurück, weil im Moment reagiert er nicht. Im Moment hat er da erstmal keine Reaktion. Ich warte gerade darauf, dass er reagiert. Ich habe nämlich gerade die ersten Knöpfe gedrückt und dann auf einmal bricht er. Ne, bricht nicht ab, aber hängt sich hier anscheinend auf. Das ist super. Er hat die ganze Zeit gelaufen und will mich jetzt anfangen zu ärgern. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich ihn nur neu starte, ob er da wieder zurückkehrt. Aber wie es aussieht, bleibt mir da gerade nichts anderes über. Und das werde ich machen. Ja, da, genau. Sekunde. Kaltstart funktioniert auch nicht. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Sekunde mal eben. Ich mache das, was ich leider nicht machen wollte. Ich drücke auf den Reset-Knopf, weil er hat sich anscheinend doch aufgehangen. Ich will nicht hoffen, dass das Ziel zerbricht. Sekunde. Ich habe ihm gegeben, was er wollte. Er hat 1 GB Arbeitsspeicher. Er hat als Vorlauf Windows XP gehabt. Und jetzt gerade eigentlich nur noch bei der Einrichtung gestoppt. Windows normal starten. Eine Sekunde mal. Nein, nein, nein. Lass es. Nein. Wir warten ab. Windows wird gestartet, ist ja schon mal wieder gut. Nein, die ist noch nicht da. Wie ihr seht, mein kleiner Mann will partout nicht schlafen. Hab mich gerade schon eine halbe Stunde mit ihm hingelegt, dann war er quasi soweit. So, jetzt lasst mich gucken. Und wieder Benutzername. Haben wir. Kennwort möchte ich nicht. Produktschlüssel, er blinkt noch. Ich mache mal den ersten Buchstaben. Okay. Wie es aussieht, macht er weiter. Ich pausiere eben. Okay, der erste große Schrecken ist vorbei. Er hat hier weitergemacht. Die Daten stimmen soweit. Ja, wir haben schon 9:30. Und er macht weiter. Das war natürlich für mich jetzt auch wieder ein Riesenschrecken. Ich habe natürlich das erste Video vor dem hier, saß ich jetzt mit allem gut, ja, fast 2,5 Stunden dran. Nur rein das Video machen und hier die Eingaben machen. Ohne dazu gerechnet, was man natürlich alles hier mit der Familie noch machen muss. Und das wäre natürlich für mich wieder wunderbar gewesen, wenn man dann nach so einer Riesenaktion, sage ich mal, die das ganze zeitaufwandmäßig ist, wenn sowas dann natürlich wieder nach hinten losgeht. Im Moment bin ich noch zufrieden. Auch dass er zumindest wieder genau in das Menü gegangen ist. Genau da in das Menü, dass du immer noch nicht schlafen möchtest, richtig? Genau. Ne? Ich meine, gut, es ist warm, wir können alle ein wenig schlecht schlafen. Ja, genau. Er bestätigt. Aber er ist schon so ein kleiner Technik-Nah wie ich, richtig? Hast auch Spaß an den Technik-Klamotten? Ne? Willst du am liebsten überall reinpacken? Ne? Ja, einfach mal so in den Computer, ne? Wenn der läuft, Karten rausziehen. Darf ich vorstellen?
Windows 7. Okay. Es hat funktioniert. Erstmal Musik. Ich möchte meinen Ton. Ja, was nehmen wir denn? Halimba? Ja. Ja. Mach mal. So, aua, nicht kratzen. Oh nein, ich jetzt. Der hat doch vorhin. Was mich jetzt gerade so ein bisschen wundert. XP hat sie erkannt und Windows 7 kennt die nicht? Oder wie jetzt? Das wäre natürlich wieder klasse. Nee, 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 Moment. Wo ist es denn? Ah, muss ich wieder umdenken. Geräte. Druckergerätemanager. So. Ist mir natürlich dann auch wieder neu, warum dann Windows 7 schon wieder die Soundkarte nicht erkennt. Na? Oh, echt jetzt? Oh. Pass mal auf. Also, ihr müsst mal überlegen. Windows XP kennt meine Soundkarte komplett, ohne Probleme. Eine Generation weiter. Windows 7 kennt meine Nvidia GeForce 6800 XT. Jetzt weiß ich wieder, was das für eine ist. Kennt er aber kein bisschen den Audio-Controller. Jetzt kann ich natürlich wieder den typischen Werdegang machen. Aktualisiert ihn, sucht ihn, macht. Nee, im Internet noch nicht. Das liebe ich natürlich. Treiber. Automatisch los, mach. Da könnte ich doch wieder reintreten. Da merkt ihr dennoch, wir sind auf Windows 7, alles wunderbar. Und ich tue mich vielleicht doch wieder mit Windows XP besser und dem Rechner. Ich habe eine super Grafik, wie ihr seht. Vielleicht käme der Rechner jetzt, obwohl einerseits klar, vielleicht bräuchte ich irgendwo ausbauen. Ja. Weil der hat ja eine Onboard-Soundkarte und die würde er wahrscheinlich wieder erkennen, Windows 7. Egal, darum geht es gerade nicht. Es geht sich noch um das, was das ganze Gerät kann, was es hat, was es möchte. System, wo war das? Jetzt muss ich wieder gucken, wie das hier war. Da ist es. So, ihr seht, Windows 7 installiert, 32-Bit Farbtiefe, 1 GB Arbeitsspeicher noch mit einem Celeron 2,6 GHz Rechner. Ihr seht, es läuft. Windows 7 läuft auch auf diesem alten Gerät noch. An sich grafisch jetzt einwandfrei. Die Grafikkarte zeigt noch hier ihre Power, die sie noch hier ausschöpfen kann. Einerseits so ein bisschen. Ne? Quasi. Aber hier suche ich mich dumm und dusselig oder hoffe natürlich, dass der Soundkartentreiber hier, sage ich mal, vielleicht ohne Probleme informiert. Funktioniert, du meinst nein? Ich habe ja noch die Treiber-CD, das werde ich jetzt gleich noch probieren. Vielleicht nimmt er sie ja an und ich hätte jetzt zum Beispiel einen, steht das sogar auch noch drauf, gucke ich mal eben. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Ich habe nicht drauf geguckt. Nee, 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 nee. Wertung ist nicht verfügbar, die gibt es noch. Also Windows 7 ist von 2009, wusste ich gar nicht. Der Rechner ursprünglich, glaube ich, noch von 2008 oder sogar noch älter. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich pausiere mal eben hier. Ich probiere noch mal meinen kleinen Sohnemann im Bett zu kriegen, auch wenn er noch begeistert zuguckt. Das ist aber nicht Sinn der Sache und werde vielleicht dann noch gucken, dass ich die Soundkarte an Lauf bekomme. Also, bis gleich noch mal. So, da bin ich auch wieder zurück. So, was können wir denn hier noch Feines anstellen? Also, wir waren dabei, dass ich die Soundkarte installieren wollte. Ich habe auch die Treiber eingelegt. Ich hatte ja noch die CD davon. Und wollte euch an sich nur noch zeigen, was für eine Power drin steckt. Mein Sohn weint leider immer noch. Sekunde. Bin wieder da. Wer noch? So,
Jetzt endgültig, der Kleine ist eingeschlafen. So, ich war dabei, Soundkarte wollte ich installieren, wollte euch aber vorab informieren, was die Grafikkarte noch kann, die da drin ist. Also es war eine Nvidia GeForce 6800 XT. Sie selber hat 128 MB Arbeitsspeicher. Das ist das zu der Grafikkarte. Im Moment läuft sie auf 1280x1024 Pixeln. Bumm. So, dann noch eins, wie ihr zum Beispiel auch mal einfach ganz F die Power noch messen könnt, zum Beispiel. Ihr seht zur damaligen Zeit unter XP eine super Grafikkarte. Bei Windows 7, hier ganz F Minesweeper kurz angespielt, kann ich euch mal zeigen, wie man sieht, was, sage ich mal, noch an Power fehlt. Also wir fangen mal ganz leicht an. An sich braucht ihr nur diese Kästchen bewegen. Seht ihr das schon? Das heißt, das ist schon zu viel für die Grafikkarte, sage ich mal. Also, das labil. Das System läuft an sich stabil, aber, sage ich mal, mit Einbußungen. So, mal eben noch endlich. Kaboom! Kein Ton, keine Explosion. So, ich habe die CD, die Treiber-CD, die mitgeliefert wurde, bei der vom eBay ersteigerten Soundblaster Live 1024 in das Laufwerk getan. Dann habe ich hier unter Gerätesteuerung natürlich den Audio-Controller rausgepickt und werde jetzt einfach mal die Treiber aktualisieren. Auf den Computer nach Treiber-Software suchen. Dann werde ich natürlich die CD ansteuern. Computer. DVD-ROM. Und schau mal erst. Ich probiere es mal einfach erst, indem ich nur die CD nehme. Manchmal reicht das schon. Die wird noch Software durchsucht. Teilweise müsst ihr aber auch die Ordner selber durchsuchen, wie in dem Fall. Nochmal probieren. So, durchsuchen. Die Bump. So, Audio, CT1, Digital, DirectX, Power-Register, Softgain, WinDVD. Nee, ich würde sagen, Audio. So, come on, Deutsch, Englisch, Französisch. Gucken, Audio, HQ. Ich guck mal, ob er unter Deutsch was findet. Nein, schließen, wieder von vorne. Dann, was gab es noch? Deutsch. Diagnose DOS Treiber. Wenn ich Glück habe, findet er unter DOS Treiber schon welche. Nein. Im Endeffekt dieselbe Spielerei bei Windows 98, nur dass euch das System nicht stundenlang abschmiert. RX Demo, Keita MIDI Treiber vielleicht. Mal schauen. Nein. Und wieder. Und wieder. Und wieder. NT, nein. Player war dann vielleicht ganz unten. Live XP. Vielen X9. Ich probiere mal XP. Nein. Kann er schon mal nichts mit anfangen. Ihr seht, es sind an sich immer dieselben Probleme, sogar bei modernen Rechnern oder Entschuldigung, modernen Systemen, alten Rechnern. XP hatte ich, Setup wird wahrscheinlich jetzt drin sein. Wenn ich Glück habe, noch unter diesen Treibern. Auch nicht. Gut, das heißt für mich, ich mache mal einfach die Variante, wie man sie kennt. Computer. DVD-Laufwerk. Nein. Jetzt solltet ihr auch schon das ganze Bild mal sehen, was ursprünglich angezeigt wird. Na los, starte. Will er nicht? Nochmal. Programm installieren oder ausführen.
Öffnen. Ach, das ist also wirklich sogar noch die CD zu alt zum selbst starten, obwohl die Autobahn-Datei da ist. Aber wahrscheinlich nicht auf diesen Windows 7 basierenden Rechner. Ich lasse ihn mal laufen. Oben lädt er die Daten. Da ist es. Probieren wir mal CT1. Aber auch da kommt nichts. Also an sich schon die CD zu alt, kann man sagen. CD da digital, CT1, da wollte der drauf zugreifen. Das ist so das Symbol. Das braucht man nicht öffnen. Macht zu. Los. Fließen. Na toll. Na komm. Nein, jetzt dann nicht. Oh. Er hat sich wegen, glaube ich, komplett aufgehangen. Ja. Oh. Lästig. Ups. Ich habe jetzt nur die CD rausgeholt. Es kommt gerade. Er startet neu, würde ich mal sagen. Irgendein Fehler verursacht. Die brauche ich jetzt nicht. Spuck aus. Windows normal starten. Also ihr seht. Es muss nicht unbedingt das neueste Windows sein, um immer die alten Treiber zu installieren. Das heißt, ich kann es mir an sich ganz einfach machen. Ich werde das Internet kurz anschließen, wenn ich mein langes Kabel wieder finde. Weil ich keine Lust habe, hier WLAN einzurichten. Weil dann muss ich diese alte 59K WLAN-Karte benutzen und das ist langsam. Ich habe zwar eine drin, aber das ist langsam. Da sind 100 Mbit mit der alten Karte schon etwas besser. Nun gut, darum geht es auch nicht. Es ging darum, wir haben das ganze System. Es funktioniert. Wie gesagt, bis auf den Sound, den kriegt ihr theoretisch Internet eben anschließen und dann suchen die sich wirklich. Wo ist er? Ah, ist glaube ich wertvoll. Nee, abbrechen. Dann sucht er sich wirklich schnell und einfach die Daten raus. Bum, bum, bum. Gerätemanager. Weil das wird auch. Ich warte schon. War es erst ab Windows 7 oder vorher? Ne, man konnte online vorher auch schon suchen, meine ich. Auf jeden Fall kann man dann das Ganze natürlich Audi-Controller, Treiber aktualisieren. Automatisch nach aktuellen Treibern suchen, dann ne, auf dem Computer und im Internet. Dann sucht er an sich so Standardseiten von Windows und wahrscheinlich auch anderen Drittanbietern, je nachdem, ich weiß nicht, wie das Ganze verknüpft ist. Und ihr werdet an sich auch mit dieser Soundkarte, die bei Windows 98 Probleme macht, bei XP nicht und bei Windows 7 dennoch an sich keine Probleme haben. Ihr seht, er findet ja auch die Internetkarte wieder nicht, die Netzwerkkarte. Das ist das hier, das Eingabegerät. Den genauen Gegenteil habt ihr ja im ersten Video gesehen von den zweiten, von den beiden Videos. Im ersten, Entschuldigung, das ist ja hier das zweite. Da habt ihr ja gesehen, Windows XP keine Probleme. Es hat alles erkannt, sogar die Soundkarte, die Netzwerkkarte, bis auf die Grafik. Und hier bei Windows 7 genau andersrum. Wow, ich habe immer noch einen Windows-Index von 1,0. Ist das niedrigste, glaube ich. Ich weiß, es gab, ich glaube, tiefer ging schon gar nicht. Das höchste war, glaube ich, immer 5. Naja, egal. Gut. Das wollte ich euch zeigen. Was wollte ich euch noch zeigen? Kurz und schmerzlos. Ne, ich glaube, das war's. Oder? Ich hatte gerade eben noch was im Kopf. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ne? Ach so, stimmt. Ich wollte euch wirklich noch zeigen. Also, das ist Windows 7 im Freiflugmodus. Ich klemme eben das Kabel ab. Sekunde.
Kabel abgeklemmt, dass es sich wirklich um den... Moment, ich fahre gerade die den Selfie-Stick ein, dass es sich wirklich um das bereits bekannte Computergehäuse mit der SD-Karte, dem Diskettenlaufwerk und dem DVD-ROM-Laufwerk handelt. Also das Ganze läuft, ihr seht da hinten die blau beleuchtete ist die 6800er XT. Da schlummert der Arbeitsspeicher, der eine Riegel. Es sind an sich 2 GB, einer wird ausgeschöpft, habe ich auch so noch nicht erlebt gehabt. Nee, also irgendwo sind die Grenzen gesetzt. Gut, ich will hoffen, auch das hat euch Spaß gemacht. Das heißt auf jeden Fall, ihr könnt auch eine Windows 7 Installation auf einem SD-Medium hinbekommen. Dann wird das Ganze auf einem, wie heißt das, auf einer SD-Karte auch mit Windows 10 funktionieren. Wie gesagt, bei Windows 7 und dem Rechner hier, dem Rechner, bei anderen sieht es anders aus, war es halt über diesen Umweg von XP nötig, aber es hat funktioniert. Wie gesagt, wer damit noch zufrieden ist, kann natürlich damit noch arbeiten. Für das Nötigste, sage ich mal, zum Schreiben reicht es. Ich glaube, wenn ich damit irgendwo allerdings ins Internet gehen würde, würde langsam mal die Grenze auch von diesem Rechner kommen. Da weiß ich einerseits nicht, wie jetzt zum Beispiel heutzutage Windows 11 damit umgeht. Das kann ich nicht beurteilen, das habe ich nicht. Oder wie Windows 10 sich hier drauf anfühlt. Auf jeden Fall, ich will hoffen, ich konnte euch da einen kleinen Einblick geben. Bedanke mich fürs Zuschauen. Entschuldige mich für sämtliche Störungen, die irgendwo reinkamen oder wie auch immer, ist egal. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Video, ja? Also bis dahin, Daumen hoch, Daumen runter, links, rechts. Ihr kennt den ganzen Schnicki-Schnacki und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Dirk.